Moin Leute, weiter geht's mit der Let's Play FIFA 12. Nun seht ihr auch die dritte Bundesliga-Tabelle. Zu Anfang habe ich jetzt mal so gedacht, ich zeige sie euch mal, jetzt wie es momentan steht. Ganz unten Regensburg, Stuttgart, die zweite und Chemnitz. Leider. Alles drei Vereine, die ich eigentlich so nicht da unten gerne sehen will. Nun gut, Arminia so Mittelmaß, Preußen auch. Okay. Aber dann kommen wir auch jetzt zu den ersten drei Platzierten der Bundesliga, also dritten Liga im Moment. Platz 3 gebührt Sandhausen mit 26 Punkten. Ja, die sind ja nur stimmt schon nah dran an uns. Ja. Aber wir sind nicht Zweiter im Spiel davor. Am Spieltag davor haben, wo wir, glaube ich, 2-0, ja, 2-0 gegen Saarbrücken gewonnen haben, hat Offenbach gepatzt. Und nun gut, jetzt haben wir letzten Spieltag gepatzt gegen Jena, haben wir dennoch die wenigsten Gegentore. Finde ich gut so. Und wir haben den zweitbesten Sturm. Somit Unteraching halt. Aber wir müssen aber echt aufpassen, denn ja, sagen wir mal, von Jena bis zu Hause, also wir, ist es eigentlich gar nicht so groß. Man, es sind zwar 7 Punkte. Ja. 7 Punkte. Aber man muss mal denken, es sind erst 12 Spieltage gespielt, ne? Wir können zwar jetzt die ganze Zeit nur Siege einfahren, wir können auch die ganze Zeit nur Niederlagen jetzt kassieren. So muss man das auch mal sehen. Auf jeden Fall, Kickers auch mal ganz dicht an unseren Fersen dran, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Und ihr seht auch mal ein bisschen, wie das so ein bisschen länger lädt als uns, ne? Wenn man sowas hat. Ja, die spielen in Auswärtstrikots und wir spielen nur gegen VfR Aalen. Die Roten sind abgestiegen. Ja, die sind. Wollten, glaube ich. Nee, das war Koblenz, oder? Ich weiß es nicht. Aber egal. Auf jeden Fall, Koblenz und Aalen sind in der Wirklichkeit abgestiegen. Einer von denen haben heute sogar extra. Ich weiß aber nicht mehr wer. So, komm, ey. Oh. So, und heute im Heimstadion, wo wir ungeschlagen sind, glaube ich. Ja, sind wir ungeschlagen. Wir haben nur eine Niederlage kassiert gegen Jena auswärts. So. Und nun in meinem Stadion gegen VfR, ne? Ja, gegen VfR Aalen wollen wir natürlich den Sieg einfahren. Na, oh ja. Ja. Ist etwas doof jetzt gewesen. Für uns alle. Ey, Papas, das kriegst du. Ui, ja, ich wollte grätschen, aber irgendwie war ein Spieler gewechselt. So, gegen einen will ich aber einen Sieg. Einen ganz glamourösen Sieg. Komm, Torung. Los. Ja, komm. Und das. Oh, jawoll. 11. Minute. Da schaffen wir es doch wieder. Das Tor. Das wichtige Tor. Immer wenn wir in Führung waren, haben wir auch eigentlich nie verloren, oder? Ne, glaub nicht. Komm. Auch wenn wir hinten lagen, haben wir so 50-50 verloren. Oder unentschieden. Ah, wir haben sogar mal gewonnen. Ja, stimmt. Gegen Bielefeld war das. Haben wir es ja gedreht, das Spiel. Ha! Ja, kriegst du. Ui! Was sagte ich? Kriegst du? Also im Heimstadion klappt es ja. Finde ich gut. Nein! Jetzt nochmal ein Nachschuss, komm, ja, nein! Eieiei. Wir drehen auf. Heim kriegt er uns nicht kaputt. Nein, Heim sind wir in der Macht. So, Reichert. Schießt da die Pille einfach mal weg. Kriegt der Kotzen, mein Dorado. Nein, was macht der da? Legt dem Gegner den Ball vor die Füße, ey. Ich glaube, es geht los, oder? Na, ja, kriegst du. Oh, schade. Scheiße. Ganz ehrlich. So kriegen wir das zweite Tor, glaube ich, nicht. Bubi ist einfach von der anderen Seite. Leute. Seite, Leute. Nee, reimt sich nicht.
Ui. Ja. 2-0. Ich dachte schon, er kriegt den Ball nie mehr. Ich dachte, er wiederholt sich den Ball, aber gut, gut. Mann, hatte ich ein Glück, dass ich diese Billigbewegung gemacht habe wieder. Ha! Junge, Junge. Ey, das ist nicht euer Ernst. Ich krieg so leicht den Ball von euch, ne? Warum nicht in Jena? Warum habe ich den Ball nicht so in Jena abstauben können? Ja, unglaublich. Ja, komm. Oh, ich freue mich aber auch schon auf mein nächstes Let's Play. Amnesia und Darkside. Also die nächsten Let's Plays, die kommen werden von mir. Amnesia muss ich noch gucken, wie die Custom Stories installiert werden. Beziehungsweise ob ich auch ein richtiges, eine richtig gute Custom Story Dong geloadet habe. Und ich habe gerade FPS-Einbrüche. Nett, gut. Und kommt noch 3-0, 3-0, nein! So knapp. Ja, unser einziger Stürmer war da vorne. Macht auch die 1. Tor, Schüsse, wie auch immer. Ich frag mich... Ne, wir haben ja Elmer noch in der Aufstellung, ne? Ja, Elmer. Also noch nicht unser einziger Stürmer. Ne, nix da, du. Was? Pff. Wieder auf der Klappe fliegt. Komm, kriegst du noch. Ja, ja. Pass, jawoll. Nein! Jetzt werden wir bestraft bestimmt dafür, ey. Ich kann's auch schon. Ah, oder auch nicht. Oder etwa doch. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Ey! Den Ball hättest du mir ruhig überlassen können. Shit, 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 ja! Keine Ahnung, wie der hieß. Und da heißt einer C. Punkt, ja. Ich wiederhole, da heißt einer C. Punkt, ja. Das ist ein ganz ausgefallener Name heutzutage. Wer heißt denn nicht C. Punkt oder B. Punkt oder A. Punkt? Das sind die Namen der Zukunft. Ja, nein! Ey, komm! So knapp. So knapp. Wir hätten schon 4-0 führen können. Ne? Ah, Mann. Weg damit. Egal, Heimstadion kriegt ihr uns nicht kaputt. Ja, keiner kriegt uns im Heimstadion kaputt. Wir spielen zwar unentschieden vielleicht da, aber wir fallen hier nicht am Heimstadion. Oder so. Okay, dann machen wir das so. Wir flanken diesmal. Ui. Ja. Kriegst du. Nicht. VFRA, dann hat schon einen Schuss abgegeben. Wann bitteschön? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, oder? Ich wüsste es jetzt nicht aus dem Kopf. Ich hab's schon wieder vergessen. Ah! Also wäre der Ball durchgekommen, ne? Dann hättet ihr jetzt da 3-0 in der Backe gehabt. Ihr Ahlener. Ja Mann, nein! Warum, warum, warum? Warum ist die Banane krumm? Ey Mann! Ja, ja, jetzt schießt, nein, nicht flanken, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Was habe ich denn da eben gedrückt alles? Naja, Auswechslung wäre jetzt nicht schlecht. Ja, da war ja der Spieler, ja ausgewechselt wurde. C. S. glaube ich, ist er da. Das sind die Namen der Zukunft. So, Kunat. So, und der Renova. So, jetzt könnt ihr von für längere Zeit zeigen, was ihr drauf habt. Ob ihr dann auch halbe Stunde lang, oh ja, so ungefähr, 31 Minuten spielen könnt. Richtig guten Fußball zeigen könnt. Nice. Scheiße, nicht mehr nice. Jawoll!
Ja, na, was zieh ich da ab, ey? Jawohl, jetzt aber hier. Nein! Warum? Warum schieße ich? Ah, Mann. Hätte ich viel mehr daraus machen können, hätte ich so einen Pass gemacht oder so eine Mini-Flanke. Eine Mini-Mini-Flanke. Komm, wir probieren es jetzt mal aus. Oh. Fast wären wir durchgelaufen mit Terranova. Fast. Aber jetzt wäre Spiel 2 jetzt gegen Wackerbürgeisen. So. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Komm raus, so wieder. Tor. Jawoll. Oh, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, entweder von 3-0 zu schießen oder wir kassieren noch ein Tor. Dann bin ich mir auch sicher, dass wir auch ganz schnell noch das zweite kassieren werden gegen VfR. Ah. Also mit den Pässen habe ich es in der zweiten Halbzeit. Abseits? Ja, ich wollte ja meinen, ne? Ich bin ja nicht umsonst da weggerannt. Das war aber schon knapp. Hoffmann geht, Wietz kommt. Bei VfR natürlich, nicht bei uns. Wir haben solche Spieler nicht. Wir brauchen solche nicht. Wir haben Terranova. Der ist wie Messi. Nur nicht beim Abschluss so. Ja, kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Ja. Du kannst den auch nicht einfach so wegnehmen, den Ball. Rob mal. So doch nicht passen, du. Ah, hätten wir den Ball bekommen. Dann wäre das aber wirklich diesmal toll gewesen. Ja, 5 Minuten noch. Zu playen. 5 Minuten zu playen noch. Mein Ball, meine Regeln. Oh. Ui, das ist nice. Oh. Ihr hättet müsst zugeben, wäre der angekommen, ne? Wäre der, hätte ich den bekommen und dann Tor gemacht. Das wäre doch nice. Ey, wir wurden gefoult. Ah, jetzt aber kommen Elfmeter. Nee, nicht? Schade. Ich glaube, hier gewinnen wir auch wieder nur 2-0, oder? Ja. Will mal so sagen. Boah, 2-1. 2-0 wäre mir aber lieber. Ah, scheiße. Jawohl. Flanke. Das wäre ein Tor gewesen. Also, Terranova als Joker trifft. Er trifft leider nicht. Muss ich jetzt so sagen. Ich glaube, wir haben jetzt öfter den Joker benutzt. Und er traf dann nie. Keine Ahnung, er trifft dann wirklich nie. Also werde ich das jetzt auch noch demnächst so machen, dass wir Elmer an einen Joker wieder nehmen. Der hat das irgendwie mehr, es hat irgendwie mehr gebracht. Egal. Wir sehen uns, ja, tägliche Verabschiedung. Wir sehen uns dann halt beim nächsten Spiel gegen Erfurt. Also bis denn.